Kinder, willkommen bei einer weiteren Lehrstunde im Tal der Könige. Ach nee, Entschuldigung, das hier ist Far Cry 5 und wir sind die Jimmy Jewel. Es wird wieder niveaulos. Aber Tal der Könige finde ich jetzt auch okay. Ja, och, ja, kann man ja mal so nennen, ne? Ja, Leute, wir haben ja in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt, bei Jimmy irgend so ein Vollspacko weggewichst. Aber wir wissen noch nicht mal wie. Ja, nee, Jimmy, du hast echt den Skill überhaupt. Ich bleib einfach mal sitzen. Wie hat der sich denn jetzt überschlagen, bitte? Wenn ich das wüsste, du kannst, ja, absolut kannst einen Helikopter drehen. Auf Boomer, auf Boomer, auf Boomer. Das ist ein sehr robuster und sehr, sehr resistenter, vor allen Dingen Hund. Ja, schön, dass ihr mir Hallo sagt. Du kannst mal lieber... Hallo, ich bin... Das kannst du ein bisschen eher sagen. Boomer, könntest du bitte unter dem Helikopter hervorkommen, danke. Das fängt ja wieder aus einer, ne? Alter, schon wieder? Eure Eltern sind doch... Nö, es läuft. Vor allen Dingen gut, dass ihr mir guten Tag sagt, und anstatt du mir sagst, dass wir sind Gegner oder so, nee. Ja, es war sehr... Boah, was für Kevins, ey. Ja, wir sind. Auch. Jimmy. Ja. Pfui. Ich will nicht mit dem Helikopter rumrollen. Ach komm, es ist nicht mehr da. Na. Lass uns den schäbigen Bunker da wegwickeln. Wichseln. Meine Sprachausgabe ist gestört. Wenn du tief genug fliegst, kannst du mit den Flares auch, naja, den Wald entzünden. Ja gut, das... Das war so klar, dass du es sofort probierst. Naja, echt nichts getroffen. Nicht. Ich habe einfach keinen Baum getroffen. Da unten schwelt es ein bisschen, aber... Nö, ach komm, ja. Was soll's. Das ist ein Witz, dass ich keine Bäume... Ja, okay, ist ja egal. Das sind Elite-Bäume, die weichen aus. Ich kann nicht das mehr... Du schießt, du willst den Bäumen ein Reh jagen und das Reh verfehlst du, aber der Baum geht dann so zur Seite. Der zieht sich so auseinander, also flupp, Alter, pass auf, wo du hinschießt. Ein paar leichte Ladelecks, das Spiel. Beheben wir es mit ein paar festen Schüssen aus einer Schrotflinte. Das war der mit dem Geiseln, das ist ja auch egal. Ach ja. Alter, ich habe hier so viel unzivilistische Untöte. Wenn ich das nicht dürfte, würde das Spiel neu laden. So. ja, ich glaube auch. Nice, das war ein geiler Hit. Ich finde diese Miniguns... An dieser Stelle steige ich aus. Wir haben keine Miniguns. Doch, der hat doch Miniguns. Nein, der hat Madus. Ich kann lieber 50 Geschütze. Wenn du nicht auf mich schießt, wäre ich dir sehr verbunden. Kannst du mal weniger Rauch machen? Hier ist alles am Qualmen. Danke. Der hat mich ein bisschen gestört. Hauptsache er sagt, das ist für Jacob und fliegt in die Luft. Unsere Ressourcen. Halt's Maul jetzt. Sehr aggressiv, der Junge heute. Ja, die gehen mir alle auf den Zeiger. Und was geht dir mal nicht auf die Zeiger? Gute Frage. Okay, ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn ach, Manu. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Oh, guck mal, du hast geschossen. Du siehst aus wie einer von diesen Rednecks. Zieh dir mal was anderes an. Was wollen wir, sonst ist das sexy? Hauptsache, Leute, eher noch so. Mimi. Splitteridadadadada. Und Matsche. Boah, der hat gesessen und geklungen, Alter. Mit dem vermöbelt.
Alter, das war jetzt mal... Ernsthaft? Ich verstehe diese Seitenwaffen... Hauptsache, es war einfach ein One-Hit bei einem schweren, ey. Ja, mit dem Takedown. Ah. Und einem Alu-Basie. Basie-Takedown. Einfach fleißig plündern, Jimmy. Einfach fleißig plündern. Deine Mutter hat Jacob getötet. Du callst sie alle weg. Why not? So wahrscheinlich keine Munition. Hm, schön. Ein paar Pflänzchen aufgestellt in einem Kübel. Ist das nicht schön hier? Warship. Nö. Was soll ich mit dem Kriegsschiff? Alter. Oh, auch wieder. Wortwitz oder hell, ey. Drücktouren entriegelt. Das ist unter uns, ne? Ja, ich bin auch nur einfach in die Kantine gegangen, weil ich dachte, hier ist doch was Leckeres. Aber ist nicht. Ach so. Oh oh. Tschüss. Hauptsache oh oh. Naja, kann auch immer dicker angelaufen. Geh doch nicht in den Weg, wenn ich auf den... Ja, mach, komm. Naja. Tob dich aus. Ich mach das jetzt auch. Ich hab noch einen Hoodie, einen Holz-Basie. Das macht halt einfach übel Spaß, dass du Dicke damit One-Shot ist, Alter. Die brauchen so fast ein ganzes MG mal reinziehen, so ein Stück. Also, naja, why not? Einfach hinlaufen, F drücken. Klappt bei mir nicht. So, oh. Ich enthalte mich jeglichen Kommentaren. Du warst so verkackt. Ja, und du hast es danach gemacht. Das ist noch viel schlimmer. Okay, also, das stimmt. Ich verkacke, du machst es dann. Du machst das auch noch. Da stand. Ich weiß auch nicht, Entschuldigung. Aber sie wissen da, wo wir hingehören. Nee, schön. Das Bild mag ich nicht. Das ist auch scheiße. Rauschen im Fernsehen ist ungesund für die Augen. Ach komm, was soll's. Wenn wir schon die Inneneinrichtung zerstören, können wir es auch richtig machen, oder? Randale! Oh. Ja. Den Obersten müssen wir mal treffen. Hier, die Infgate. Mimimi. Ja komm, ist auch egal. Heilige Scheiße, Atheisten. Ach, die Gene sind alle wieder das vorne. Wie du dich auch jedes Mal... Bist du echt unfähig mit dem C4? Eigentlich nicht. Ich mache einfach nur jede Menge Spaß. Und auf die Fresse zu fliegen? Ich finde die Animation so lustig, sorry. Also merkt man hier so schnell HP. Nö, klang gut. Otto? Otto? Otto, wo bist du? Otto? Befreien die Käfige. Vor allen Dingen Ketten aufschlagen mit einem Alu-Basie. Das kannst du mit dem Stiefel machen. Hier, pass auf. Ach nee, das geht nicht. Nee. Ich drück mal das Knöpfchen hier. War eine dumme Idee, ich merk das schon. Rocky, bist du echt? Nein. Ups, scheiße, Messer falsch rumgehalten, Hand abgeschnitten. Trink erstmal einen Schluck, keine Sorge. Er sagte, ich sei schwach. Er hat recht. Dass ich es verdiene. Er hat recht. Vielleicht hat er recht. Sag ich doch. Vielleicht. Vielleicht. Ja, wirklich. Sind doch alle irre. Na, wir haben eben das gleiche gemacht. Das ist eine geile Idee, während man im Wasser steht. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich ein bisschen gegrillt. Wollen wir einen Vorschlag haben? Da ist jetzt ein dickes fettes MG drin. Ach, man kann mich auch eigentlich Nostradamus nennen, finde ich. Ich wollte gerade eine Frage nennen. Und jetzt sind sie schwach.
Ist das das 60er oder das 249? Das ist das 60er. Alter, ich glaube, der hat ein leichtes Agro-Problem. Kann ich die nicht einfach alle abknallen? Warum musst du die überhaupt retten? Die sind doch alle. Kann ich mir die einfach Joseph anschließen? Was, was tut der da? Durchdrehen. Ich hab zu viel Munition dabei. Ach, vorhin, dass echt? Das, der, wir müssen das, jetzt der, los. Der, der jetzt. Strom ja auch so überhaupt nicht ins Wasser kommt. Alter. Ja, komm, du gehst vor, du hast das MG. Viel Spaß. Da habe ich mir gedacht, dass du es nicht tust. Amina! Hoch die Hände, Atomgranate. Ach nee. Wie, was? Ich hab grad einen Basie vor den Kopf geworfen, aber verfehlt. Bleib doch stehen, wenn ich dich takedown will, Alter. Mann! Wow, das war Scheiße, bei mir ist Flammenwerfer, das hab ich nicht wahrgenommen. Ich bin down. Der ist auf der Treppe, pass auf. Okay. Ich bring euch alle um, schade, lalalala. Der steht über dir und... Ach, jetzt macht er was. Ich hab da was vor. Aber wir müssen eh nach oben. Ja, ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Fred, hör doch mal auf, da ist Wasser in der Tür. Ach du, wirklich? Nachdem der Damm hier explodiert. Oder zumindest das Wasser so tut. Was ist brennend und hässlich? Ein hässlicher Brenner. Ja, super. Geile okay, Idee. Oh, ich brenne. Ich renne mal auf den zu. Ich fass dich auch nicht an. Ich brenne dich wieder. Hingerichtet mit einem Kopfschuss aus der Tropfen. Alter, was ist denn mit dem... Ja, weil okay. du die Umgebung anfackelst, Mann. Dass du es nicht raffen willst. Der Typ... Oh, der Dicke da mit dem... Ach, komm. Die Dicken brennen nicht, weißt du? Danke. Alter, wie ist er, einer, der mit der Stromlinie auf mich schießt. Wenn er mich getroffen hätte, wäre es böse geworden. Ich mache auch gerade nichts richtig dumm. Du bist jetzt nicht schon wieder doof, wo ich gerade am Sterben bin. Eventuell. Eine ganz scheiß Idee mit deinem scheiß Flammen. Guck mal, der rettet mich. Ja, ich merke das schon. Weißt vor allem, dass du nicht kapieren willst, dass du jedes Mal wieder brennst. So, ach, warum brenne ich denn? Nee, du zündest die Umgebung an. Auch wenn Metall brennt, naja, ein bisschen fragwürdig ist. Ja, weißt du, die Bäume brennen nicht, aber Metall. Wasser. That seems not very right. Ja, hier kommt ja auch kein... Like we say in Mother Russia, this is total bullshit. Ihr Kinder reinschwimmet, oh schwimmet doch bald. Die Leiche auf Gedunsen und ganz schön kalt. Gibt's jetzt eine Wasserexplosion? Ja. Wasser explodiert halt öfter mal. Also bei mir ist ja kein Wasser explodiert, bei mir war ja nur Feuer. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Also. Ich sah da Wasser explodieren. Ich sah da Rauch und Feuer. Whitetail Mountains, Region, befreit. Region? Region. Das ist Französisch. Ja, ja, genau, das ist... Mhm. Anzünden. Anzünden. Aber der Auslöser war immer. Seit wann werden denn Hillbillys in Yi-Ritual verbrannt? Das haben die Wikinger übrigens auch gemacht. Halt doch einfach mal die Fresse, wenn ich witzig sein will. Es gab bestimmt einen da draußen, der gelacht hat. Ja, wir haben auch nur einen Zuschauer meistens. Der hat gelacht. Jo, wenn du begeistert bist, sind wir es auch, Mann. Oh ja, oder Frau. Oder Frau. Er war mein Freund. Oh. Halt. Und jetzt bedient euch, das Essen ist eröffnet. Das ist gleich klar. Ich werde ihn vermissen. Ja, zünd ihn doch nicht an, wenn du ihn vermisst, ey. Er ist doch noch warm. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Ich glaube jetzt nicht mehr. Eli dachte, jetzt ist er es recht wahr. Und abwarten.
würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Aber die Region ist doch befreit. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Wie deine Haare. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Peggy. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! Ja, der König ist so lang, lebe der König. Ich sag mal so, ne? Die Rede beim Braveheart hat mich mehr begeistert. Für Schottler! Ach nee. Doch. Für Schottler! Ach nee, der Pedo mit der Brille wieder. Ein Siegel ward geöffnet. Schockschwere Not. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Eine Muschi. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Oh. Gegen die Regierung. Er kämpfte gegen die Regierung im 82. Airborne Corps, ja, genau. Gegen mich. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Du bist ein Hipster mit deinen zwei Schwälbchen da, Alter. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Hm, interessant. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Oh Mann, oh. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Nö. Jacobs Tod. Doch. War nicht vergebens. Da bin ich auch überzeugt. Aber er starb sitzend. Stimmt. Wie sagt man noch, lieber sitzend sterben als stehend liegen? Irgendwie sowas? Was? Ja, war das nicht so, lieber sitzend sterben als bequem gesessen? Ja, ich kenne den auch, aber ich glaube, der geht ja, ich anders. Weiß, der geht ganz anders, aber. Leute, keine Frage. Die kämpfen für die gute Sache. Irgendwas mit Erfolg verdient. Bockwurst. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache ich penne auf irgendeiner Couch besoffen ein. Ich kenne, diesen Anblick kenne ich. Der Original. Genau so stehe ich jedes Mal auf nach einer Party, wenn ich einen Mega-Kater habe. Auch diese kurze, dieses so, jo, scheiße, wer bin ich und warum habe ich gekotzt, ey? Ach ja, fuck, ich habe Kopfschmerzen. Das ist 1A die gleiche Bewegung. Ja, natürlich in Zeitlupe, also nicht ganz so schnell, wenn ich fertig mit der Welt bin, ey. Du siehst auch nicht gerade frisch aus, aber ich bin froh, dass du keine MG mehr in der Hand hast. Aber das Gewehr im Arsch zu haben beim Sitzen könnte ein bisschen drücken. Naja, ist ja deine Entscheidung. Was soll ich mich darüber lustig machen? Alter, er redet halt immer noch. Ich hab gedacht, jemand ist fertig, aber hey. Du meintest jetzt mich, wa? Ja. Der Zug ist abgefahren, Jimmy. Der war nie im Bahnhof. Der war nie im Bahnhof. Ja, das glaube ich allerdings auch. Jacobs Gewehr. Weißt du, was ich an dir am meisten schätze? Das ist ein MBP-50. Du gibst einfach nie auf, Jungschwund. Ja. Ich wette, du weißt nicht mal, was das Wort aufgeben bedeutet. Und kann ich die noch verändern? Aber die kannst du nicht verändern. Dann kannst du dir die rektalisieren. Die möchte ich nicht. Sind es die SA-50E besser, weil die schneller schießt? Na, die andere ist genauer, oder? Ja, aber dafür ist die Feuerrate halt deutlich schlechter. Wie mir deucht. Ja gut, aber wenn ich da mit dem einen Schuss setze. Ja. Weil es einfacher ist. Ich hab sie jetzt mal rausgehört, keine Ahnung. Gönn dir. Also nicht die voll, ich hab die normale MBP-50 geholt. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz so... Ja, wobei, ich schwanke mir auch. Komm mal her, du. Straßenschlägerei. Hast du die Bärnagels geholt, ja? Klar.
Alter, du hast mir mit einem Schlag zwei Drittel abgezogen. Echt? Ich habe auch schon gefressen gerade, also. Na gut, aber ich habe in der ganzen gleichen Zeit 3-4 Mal geschlagen, also. Das ist schon ein Unterschied. Wieder zwei Drittel. Sogar mehr. 3/5 oder so. 6/41. Alter, die Schnauze. Die Mission von Ida ist jetzt wirklich weg, tatsächlich. Okay. Man hätte sich irgendwo denken können, habe ich das Gefühl. Ja, klar hätte man sich das denken können, aber naja. Aber das ist ja auch Wichse. Da kriegst du ja Mission gar nicht mit. Weil du halt diese Scheiße ja eh immer aufbaust bei allem, was du machst. Das ist natürlich Code. Aber was ich eigentlich fragen wollte, bevor du meintest, wir sollen mal Straßenkampf machen, ob deine Folge nicht eigentlich jetzt schon fast wieder vorbei ist. Ja, ich wollte jetzt auch eigentlich beenden, aber ich dachte, ich kaufe noch kurz was ein. Und da Jimmy es schon so ansprach, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin dürft ihr uns mal in die Kommentare schreiben, wie geil ihr uns eigentlich findet. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir sind cool. Also wir, du, der eine. Tschüss.